herzlich willkommen. Ich bin Sabine von Biene Stempelglück. Heute habe ich diese Verpackung mitgebracht. Es handelt sich um eine Matchbox, in die ich einen Nagellack hineingepackt habe, beziehungsweise für einen Nagellack habe ich eine passende Verpackung gesucht und da dachte ich dann, diese Matchbox, die ist einfach ideal und die möchte ich gerne heute mit dir nachbasteln. Hier habe ich die Matchbox in Gartengrün gestaltet und mit dem Designerpapier voller Vorfreude gearbeitet. Das stammt aus dem Hauptkatalog. Und der Kranz, der stammt aus dem Stempelset wie zu Hause und wurde dann mit den Framelits wie zu Hause auch ausgestanzt. Hier habe ich in Aquamarin gearbeitet oder mit Aquamarin gearbeitet. Finde ich auch sehr schön. Und da habe ich halt das Designerpapier stammt aus dem Designerpapier Weihnachtsquilt und da habe ich mit diesem Schleifenband gearbeitet. Das ist dieses hier, Geschenkband in Natur. Und mit unseren tollen Accessoires, bestickte Filzaccessoires. Die habe ich hier auch verwendet. Gut, jetzt möchte ich gerne in Limette etwas gestalten. Dazu benötigen wir aber erstmal Farbkarton in Flüsterweiß für unsere Grundschachtel. Und der muss die Abmessung 17,5 x 12,5 cm haben. Ich lege dann erstmal bei 12,5 cm an. Und dann muss ich den Papierschneider ausfahren, um 17,5 cm zurechtzuschneiden. So. Dann falzen wir auch gleich das Ganze und zwar die lange Seite liegt jetzt da. Dann legen wir die bei 2,5 cm rechts an und falzen einmal runter. Dann drehen wir das Ganze und legen bei 5 cm an und falzen wieder. Dann gehen wir hier wieder rechts auf 2,5 cm. Und drehen nochmal und falzen bei 5 cm. Jetzt kommt die kurze Seite dran. Die wird bei 2,5 cm gefalzt. Hier rechts wieder. Dann drehen wir das wieder, das Ganze um 90 Grad und falzen bei 5 cm. Dann bei 7,5 cm. Und bei 10 cm. Jetzt kann der Papierschneider aber erstmal weggelegt werden. Und wir ziehen die Falzlinien nach. So, das Papier sieht jetzt so aus. Und jetzt muss noch etwas weggeschnitten werden. Das zeichne ich mal an. Und zwar immer diese Felder. Die brauchen wir nicht. Und ja, das machen wir mal eben. So, jetzt sollte euer Papier so aussehen. Und jetzt kann wir müssen noch links und rechts jetzt bis zur nächsten Falzlinie einschneiden. Und zwar hier. Und auf der gegenüberliegenden Seite auch. So. Und jetzt sieht es quasi so aus. Prima. Und jetzt kann die Schachtel zusammengebaut werden, indem wir das eben hier so einklappen.
Dann wird das dahin geführt und hier rüber geht dann die Lasche. Oh, das auch nach innen. Und die Lasche wird wieder eingeführt. So, und jetzt schauen wir mal, ob unser Nagellack hineinpasst. Ja, perfekt. Er passt hinein und jetzt müssen wir nur noch die, so, hier nochmal so ein bisschen richtig zurechtzuppeln. Gut, und jetzt fehlt noch unsere Außenverpackung. Die möchte ich ja heute in Limette gestalten. Und dann nehmen wir wieder unseren Papierschneider. Und unseren Farbkarton in Limette. Und jetzt schneiden wir den Farbkarton in 7,6. 7,6 mal 11,8 zurecht. 11,8 cm. Und dann falzen wir ihn auch gleich. Und zwar an der langen Seite bei 2,7. Da lege ich wieder hier rechts an. 2,7, dann drehe ich das Ganze und lege bei 5,4 cm an. Bei 8,1 und bei 10,8. Dann kann der Papierschneider weg und wir ziehen die Falzlinien wieder nach mit unserem Falzbein. Und dann nehmen wir unser beidseitiges Klebeband und geben hier auf die Klebelasche, auf die schmale Lasche, unser Klebeband auf und ziehen die Schutzfolie ab und dann führen wir das Ganze zusammen. Ja, und fertig ist unsere Hülle. Mal sehen, ob das alles hier passt. Oh, super. Es passt hervorragend. Jetzt müssen wir nur noch ein wenig dekorieren. Und da habe ich, nee, Quatsch, als erstes nehmen wir mal unser Designerpapier. Da habe ich dieses rausgesucht. Das stammt aus dem Designerpapier Weihnachtsquilt. Und das schneiden wir uns mal zurecht. Und zwar brauchen wir die Abmessung 7,2 mal 2,3. Lege ich erstmal bei 2,3 an. So. Und dann bei 7,2. Und das können wir auch schon hier aufkleben. Da nehmen wir unseren Flüssigkleber. Und bringen das Ganze hier auf. So. Können ja noch ein bisschen ruckeln. Aber das ist schon ganz gut. So. Und verzieren möchte ich das Ganze mit, ich habe hier zwei Sterne schon mal ausgestanzt. Die stammen aus den Stanzformen Mini-Leckereien-Tüte. Und dann möchte ich aber noch mit einem kleinen Spruch arbeiten. Der stammt aus dem Stempelset Kreativkiste. Und zwar diesen Spruch für dich möchte ich gerne nehmen. Und zu diesem Stempelset gibt es auch die passenden Framelits. Das sind diese. Und da ist dieser Anhänger mit bei. Und den nehmen wir jetzt und stempeln als erstes auf Flüsterweiß.
Oh, da fehlt der Stempel schon. Ach, den habe ich hier. Mit Anthrazitgrau stempeln wir dann den Spruch für dich auf flüsterweißen Farbkarton. So. Und dann stanzen wir das Ganze mit unserer Big Shot aus. Als erstes möchte ich aber gerne mal meinen Stempel reinigen. Das mache ich mit unserem tollen Reinigungskissen. Ups, das geht wirklich ratzfatz. So. Und jetzt brauchen wir, wie gesagt, unsere Big Shot. Hier ist sie. Und legen hier alles rauf. Dann kommt noch eine Acrylplatte jetzt drauf. Und dann nudeln wir es durch die Big Shot. Die kann wieder weg. Oh, Randale hier. So, und dann möchte ich gerne noch mit einem Fingerschwämmchen das Schild ein wenig rundherum betupfen mit Anthrazitfarbe, mit unserem Anthrazitgrau. Oh, naja. Vielleicht ein bisschen heftig, mal gucken. Aber ich glaube, doch, das geht. So, und dann ziehen wir hier noch ein kleines Bändchen durch. Ich habe hier noch dieses goldfarbene Band. Und das führe ich hier ein. Und ziehe es dann so durch. Das Überschüssige kann abgeschnitten werden. Und dann bringen wir das Ganze mit Dimensionals hier schon mal an. Klebe ich mir hier einen auf. Ui, das sind zwei. So. Und dann bringe ich noch die Sterne an. Das mache ich mir jetzt mal mit Glue Dots. Dann nehme ich mir einfach einen Stern. Und dann wird er darauf gesetzt. Ja, und fertig ist unsere tolle Matchbox. Ganz schnell und doch wunderschön. Und jeder wird sich freuen, der seinen Nagellack so präsentiert bekommt. Das ist doch wirklich mal was Besonderes. Ja, hier sind noch die anderen, anderen Matchboxes. Und ich hoffe, dir hat das kleine Video Spaß gemacht heute. Und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei sein würdest. Ich sag dann erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Biene von Biene Stempelglück. Tschüss.